So, werte Geister und Geisterinnen, herzlich willkommen in einem neuen Part von Let's Play Dead Space und meiner Meinung nach, meiner bescheidenen Meinung nach, in einem der letzten, wenn wir es richtig anstellen. Wir haben hier wie prophezeit tatsächlich den Shop, wir haben hier einen Haufen Munition noch liegen, wir gucken gleich nochmal da rein, ich glaube, da war ja auch noch was. Werkbank, hier ist nochmal alles, was wir brauchen und wenn so kein, Raum vor dem Endbosskampf aussieht, Freunde, dann weiß ich auch nicht. Wir nehmen hier nochmal Inventar schon voll, jetzt hätte ich gesagt, wir sacken jetzt hier nochmal ein. Und verticken es dann einfach, weil hier liegt auch so noch so ein Haufen Scheiß rum. Es ist unglaublich. Wir gucken mal, was wir denn vom Shop her noch brauchen können. Sind aber im Endeffekt bestens gerüstet und wollen uns dann jetzt auch ohne weitere Umschweife dem Endboss näheren Inventar. Medipacks, daran soll es nicht scheitern. Daran soll es nicht scheitern. Luftkanister, das wäre frech. Wenn wir jetzt im Endbosskampf nochmal Kanister brauchen und so weiter, Plasmaenergie, Brennstoff, Flammenwerfer, Impulsprojektile. Wir haben von allem auf jeden Fall ein bisschen was. Laserkanone. Ich bin nicht sicher, ob Cutter reicht. Das sind 25, 50, 55, das ist gut, das sind fast 100 Munition. Das muss eigentlich reichen. Wir haben genug Geld, daran soll es nicht scheitern, aber es muss eigentlich reichen. 100 Munition Cutter, ich glaube 200 Impulsgewehr und die brauchen wir ja eurer Ansicht oder euren Aussagen bisher jetzt auch. Wir gucken nochmal in die Werkbank, wobei ich glaube, wir haben keinen Knoten mehr, sonst hätten wir das ja eben, glaube ich, auch gesehen. Firmware, fände ich schön, wieder unten Firmware gerade mit dem Update-Stand richtig. Nice, ja, wir haben anscheinend, gucke an, wir können nochmal Trefferpunkte erhöhen, ja, das ist doch super. Das ist doch super, Freunde. Aber wenn wir uns mal angucken, ich meine zwar nicht, dass wir in der Lage sind, über Dead Space hier alle Waffen und so weiter komplett aufzubessern, aber ich denke, dass wir, Reichweite, Energie, Dauer, dass wir auf jeden Fall, mehr Knoten hätten finden können. Ja, ganz klar, wir haben ja auch aus Angst und Panik und schnell durchkommen XD, haben wir auch das ein oder andere Hintertürchen ausgelassen. Ja, und wir gehen jetzt mal raus und wollen mal sehen, was uns hier erwartet. Ich weiß noch nicht genau, ob ich das wirklich wissen will. Müssen wir da wirklich lang? Ja, wir müssen hier wirklich lang. Sehen wir schon was? Ob das der Endboss ist? Wow! Was? Ach du Scheiße. Sie zeigen es uns noch nicht. Oh! Oh! Oh oh, und drauf. Oh, fuck. Oh, Scheiße. Okay, wir wissen schon mal, was hier passiert ist. Oh, die Musik, weißt du, heißen Scheißdreck. Okay, greift uns das jetzt und bringt uns weg? Was passiert? Ich kann nichts machen. Oh, holy ich sehe schon, was wir angreifen müssen. Das hat uns Dead Space mittlerweile gelehrt. Gelb ist schön, aber das sind fast so viele Stellen, die da gelb und angreifbar sind. Okay. Oh, wir haben schon eins. Geil, unser verbesserter Cutter, Freunde. Er enttäuscht uns wieder nicht. Da in der Mitte kommen wir anscheinend noch nicht ganz ran. Ja, bleibst du stehen. Nein. Oh, oh. Wie können wir dodgen? Wir wissen noch nicht, was es kann. Okay, es schlägt auf den Boden. Das ist unsere Chance, das nächste kaputt zu hauen. Das hat sicherlich mehrere Phasen, weil das hier ist definitiv nicht alles. Hundertprozentig nicht. Wage ich mal diese Prognose. Okay, ausweichen. Jetzt schlägt es da vermutlich hin. Jawohl, das war voraussehbar. Ah, ja, doch noch gereicht. Wunderbar, nachladen. Also, komm. Bis jetzt... Oh, was ist jetzt... Bis jetzt hat es ja ganz gut geklappt, möchte ich sagen. Was soll ich tun? Ich kann nichts machen. What the fuck? Jetzt? Na komm. Oh oh, das ist nicht gut, was hier gerade passiert. Das ist gar nicht gut. Worauf soll ich zielen? Ich sehe keinen Arm. Wir müssen... Ja. Come on. Come on. Ja. Ja, wir haben es tatsächlich. Nice one, aber das war sicherlich nur Phase 1. Hat ja auch noch Dinger... Oh, fuck. Ah, gut, dass wir unsere Rüstung erhöht haben. Cutter, komm her. Das waren die wichtigsten Teile, denke ich mal. Jawohl, und jetzt ist da drinnen offen. Komm, wir hauen direkt mal welche kaputt. Dafür ist bestimmt das Impulsgewehr gut. Dafür war bestimmt eure Empfehlung. Aber es ist zu. Es ist tatsächlich zu. Wir müssen dodgen. Haben wir, denke ich, ganz gut geschafft soweit. Okay, den auch. Wieder den linken. Jawohl, nicht getroffen. Klappt ganz gut. Da lag auch Cutter-Munition. Ich weiß nicht, ob ihr es auch gesehen habt. Wo soll ich drauf schießen? Ich sehe nichts Gelbes. Jetzt macht das wieder auf. Komm, drauf da. Hau weg die Scheiße. Aber was ist damit? Sollen das die Herzen sein? Normal schießen die da immer damit, oder? Wir haben nur eins bekommen. Frage ist, Keule, sind dann... Oh, sind dann Cutter-Munition nicht vielleicht doch besser, weil sie mehr Schaden machen und möglicherweise mehr kriegen? Oh, okay. Dodgen. Ein Hin- und Herlaufen hier ist anscheinend die beste Möglichkeit. Boah, guck mal hier links und rechts. Hat es uns auch eingesperrt, ne? Es hat anscheinend
Die Möglichkeiten, die es hat, spielt es anscheinend auch voll gegen uns aus. So, weggehauen. Macht's wieder zu. Ich weiß noch nicht, ob es das ist. Wir wechseln wieder zum Cutter. Wechseln mal wieder zum Cutter. Denn ihr seht, wir kriegen so oder so nur eins. Das heißt, auch mit einem schnelleren Impulsgewehrstoß kriegen wir da nicht... Also, wir können nicht auf Masse gehen, sozusagen. Okay, bis jetzt. Dodgen funktioniert. Funktioniert wunderbar. Und ich sehe auch noch keine, oder vielleicht geht das dann nochmal, aber es gibt euch mal dieses riesen Ding, Freunde, um Gottes Willen, was hier abgeht. Reicht nicht. Scheiße, nachladen. Ja, hat gereicht. Eins ist es noch, Freunde. Einmal müssen wir noch. Macht das wieder zu. Jawohl. Es ist auch sowas von widerlich. Guckt euch das mal an, Freunde. Oh mein Gott. Ich glaube, wow, ich glaube, Kategorie blutende Gebärmutter ist ein Scheißtrick dagegen. Jetzt haut doch schneller zu. Ach, gucke an. Okay, also wir sehen ja auch unten die explosiven Tanks, die wir bis jetzt nicht haben brauchen müssen. Mich irritiert vielmehr, dass wir bisher kein Medipack brauchten. Okay, der saß auch. Was kommt jetzt? Oder war es das etwa schon? Glaube ich nicht. Das war es da noch nicht. Evolution Endstufe der Aliens, der Boss, der Papa. War es das tatsächlich? Vor der Sonne stirbst du schon? Haben wir deine Schwächen perfekt schon gegen dich ausgespielt? Nein, es... Wow. Was tut es? Es fällt. Es fällt tatsächlich. Ich glaube nicht, dass es das war. Soll es das wirklich gewesen sein? Es ist gefallen. So viel steht fest. Wir können allerdings nicht zurück. Da kommt noch was. Die Musik ist noch auf volle Anspannung. Da kommt noch was. Da kommt noch was. Wenn die Aliens 1 können dann sich weiterentwickeln, dann mit sowas umgehen. Da muss noch was kommen. Ja, wir können hinterher, oder was? Was kommt jetzt? Ja, es geht weiter. Es geht noch weiter. Davor jetzt nicht kein Kampf mit dem Schiff, dann bringen uns unsere ganzen Verbesserungen doch gar nichts. Es ist zu. Okay, ja, einmal kräftig klopfen hilft. Wir wollen versuchen zu fliehen. Was ist mit dem Marker? Den lassen wir hier. Wollen wir ihn zerstören? Nehmen wir ihn mit. Was machen wir, Isaac? Was passiert jetzt? Was sehen wir, wenn wir jetzt von oben gucken? Ja, oh, was ist jetzt? Wir sind... Oh, was passiert? Isaac, ich kann auch nichts machen. Wir sind hilflos. Okay, wir sind drüber. Wir sind oben. Oh, und zwar gerade rechtzeitig. Okay. Dead Space. Alles auf Null. Und wir sind irgendwie am Leben. Und sehen unser Gesicht. Oh, okay. Der Isaac, ja. Verdient. Verdientes Durchatmen. Oh Gott. Ich werde den Helm, glaube ich, nie wieder abnehmen. Ja, das ist... Finde ich sehr cool, dass wir sein Gesicht nochmal sehen. Isaac. Ich bin's. Ja, genug Abschluss mit der Vergangenheit. Kommt jetzt nochmal ein Schocker hinter uns. Was sehen wir noch? Ja. Okay, nicht hinter uns. Das war's tatsächlich, Freunde. Das war Dead Space 1. Wir haben es geschafft. Coole Sache. Okay, das Ende lässt uns natürlich keine Abschlussinterpretation bieten. Das war ja jetzt ein offenes Ende. Was ist da jetzt mit an Bord gekommen? War es wieder unsere Freundin? War es ein Überlebender? War es ein verseuchter Alien, den wir jetzt auf Kurs mitnehmen, der uns jetzt übernimmt? War es irgendeine Geisteskrankheit von uns? Was ist mit dem Marker? Was ist noch in dem Schiff? Was ist in der Zwischenzeit passiert? Was ist jetzt mit der Alien-Materie da überall? Haben die es überlebt? Haben wir jetzt alles gesprengt, was da war? Was ist mit der Kirche? Was ist mit der Sekte? Und wo fliegen wir jetzt eigentlich hin? Fragen über Fragen. Ich bin froh, dass wir es soweit geschafft haben. Der Endbosskampf war verhältnismäßig gesehen nicht das Schwerste, was wir hatten, aber es war natürlich die größte Alien-Masse, die wir bis dato gesehen haben, und wir mussten natürlich alles aufbieten, was wir bis dahin gelernt haben, sprich ein bisschen Movement, das Fokussen, das ruhige Zielen, das nicht in Panik verfallen und genau fokussen und uns natürlich vor allem von diesem riesigen Schleimvieh oder diesem riesigen ekligen Berg nicht abschrecken lassen. Insofern doch ein würdiger Endbosskampf, und tatsächlich fand ich sehr cool, dass wir Isaac nochmal gesehen haben. Nach all dem, was wir hier erlebt haben, sind wir tatsächlich der Einzige im
Tod im Weltall, wenn man es tatsächlich jetzt verdeutschen will. Insofern wirklich, wirklich schönes Spiel mit einer doch fesselnden Story, tatsächlich mal leider erst ein bisschen spät ins Rollen kommt und von den Horrorelementen teilweise abgelenkt wird. Insofern bin ich sehr interessiert daran, wie es in den nächsten Teilen aussehen wird, weil da teilweise gesagt wurde, mehr auf Story, mehr auf Ballern, weniger auf Schocker. Insofern mal sehen, inwieweit sich die Story da noch weiterentwickeln kann. Denn wir haben gesehen, wir sind noch längst nicht fertig. Und ob man nach diesen Erfahrungen, die wir hier gemacht haben, überhaupt jemals fertig damit werden kann, das werden wir vermutlich zusammen mit Isaac erleben müssen. Ja, insofern insgesamt ein schönes Spiel. Ich bedanke mich bei euch natürlich recht herzlich fürs Begleiten durch die Parts. Ja, für eure Tipps natürlich, fürs Dabeibleiben, fürs Dranbleiben, auch wenn wir längere Pausen und so weiter hatten. Dazwischen fand ich es doch wichtig, das Ganze auch zu Ende zu bringen und bin auch recht froh, weil es doch, denke ich, eine Spielreihe ist, die man in Angriff nehmen muss. Was jetzt kommt, ich weiß es noch nicht. Dead Space 2 und 3 sind natürlich möglich. Ich weiß noch nicht, ob ich erst Bioshock mit reinschiebe, denn das sind zwei Trilogien, die ich sehr gerne mit euch angucken will. Insofern mal sehen, wie es weitergeht, aber nach so einem Ende kann man natürlich mit Dead Space keinen Abschluss machen. Ich denke mal, wir müssen uns die nächsten Teile auch noch zusammen angucken. Insofern würde ich sagen, den Abspann, den können wir uns jetzt noch gemeinsam mit dieser wunderschönen creepy Musik vor diesem wabernden Hintergrund, wo wir alle das Gefühl haben, dass uns gleich ein Arm greift und wegschleudern will, können wir uns noch gemeinsam angucken. Ich bedanke mich, wie gesagt, bei euch für die, ja, doch irgendwo Zusammenarbeit, fürs Anschauen, für die Tipps, für jeden fleißigen Daumen nach oben Drücker und sonstige Eindruckhinterlasser. Und wir sehen uns dann im nächsten Part, im nächsten Projekt. Bis dahin, haut rein. Tschüss.